Diesmal, ja, wie ihr schon im Titel gesehen habt, werden wir jetzt die vierte legendäre Bestie besiegen. Auf geht's. Da in der Nähe soll es also sein. Was kommt da auf uns zu? Ich bin gespannt. Legendärer Eber, der Adonis getötet hat. Oh. Weißt du, warum Rosen rot sind? Ich erfahr's bestimmt gleich. Nachdem Adonis von dem Eber tödlich verwundet worden war, trauerte Aphrodite auf einer Blumenwiese um ihn. Ihre Tränen mischten sich mit Adonis Blut und färbten die Blumen rot. Weißt du, warum Veilchen blau sind? Weil sie die Luft anhielten, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Okay. Okay. Ja, gut. Dieser Boss war schon mal der erste von den Vieren. Dementsprechend war er wohl etwas leichter. Ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen besser aufgelevelt, wie als in den letzten Videos. Ich kann immer noch die Schreie der Sterblichen hören, die von dem kalidonischen Eber besiegt, während er ihr Land verwüstet und ihre Ernte vernichtet. Und das alles nur... Und wir haben wieder einen Vogel dazu bekommen. Phosphor... Der Liebesvogel. 150 Betäubung mit Phosphorangriff. Kälte, Schleichangriff. Dann nehmen wir heute mal den Vogel des Phosphor der Liebesvögel. Phosphor der Liebesvogel, meine ich natürlich. So. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!